So, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute mache ich eine Apfel-Zimt-Karamell-Marmelade. Die passt hervorragend eben zum Winter, auch für eben Weihnachtskekse zum Bestreichen oder für Kuchen oder eben ganz normal für ein Brot. Ich finde es super, weil man es auch als Geschenk verwenden kann. Also wenn man es in Gläser abfüllt und beschriftet, ist es ein super hausgemachtes Geschenk für Leute, die das sehr gern mögen. Ja, also wir beginnen ganz normal. Wir schälen die Äpfel. Ich habe zwei Äpfel, lasse ich mir separat. Das ist jetzt ein Kilo Äpfel. Dafür nehme ich dann ganz normalen Gelierzucker, ein 2 zu 1, also sprich ein halbes Kilo Gelierzucker auf ein Kilo Äpfel. Ich ziehe davor ein Karamell. Das lösche ich mit einer ausgepressten Zitrone. Die liegt jetzt bei mir, die ausgepresste Zitrone liegt bei mir schon im Wasserbad. Für die Äpfel, dass sie nicht so braun werden, wenn ich sie geschält habe. Also das Karamell lösche ich dann mit Zitronensaft, den ich schon gepresst habe, und ungefähr ein 8 Liter Wasser ab. Genau, und dann gebe ich eben die Äpfel dazu, aber das sehen wir dann eh alles. Okay, ich fange mal an, ich schäle mal einen Apfel und zeige euch, wie es, also im Prinzip wie immer. Ganz einfach, also ganz normal eben den Apfel schälen, weil die Schale braucht man so nicht. Und die zwei Äpfel, die was ich separat mache, also die was ich mir separat auf die Seite gelegt habe, die schneide ich mir in kleine Würfel, da ich es sehr angenehm oder sehr gut finde, wenn man eben bei der Marmelade auch kleine Stücke drin hat, sprich ich mixe eben zuerst den einen Teil von den Äpfeln und gebe die kleinen Würfel im Nachhinein hinzu. Also genau, ich viertel eben den Apfel, schneide das Kerngehäuse raus. Hoppla. Schau eben, dass der Strunk und auch alles weg ist. Und dann nochmal durch, der den kleinen Würfel schneidet, also so, ja, nennen Sie mal Würfel, nein, nehmen wir es Würfel, schneiden. Und genau, die nehme ich ihm dann so zum Verkochen. Sobald die weich sind, kann man es dann eben mixen. Ja, also jetzt tue ich jetzt alles wieder ins Wasserbad. Okay, ich schäle und schneide die anderen Äpfel fertig und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt beginne ich mit der Marmeladenvorbereitung, also mit der Zubereitung von der Marmelade. Ich nehme 50 Gramm Zucker, den ich karamellisieren lasse. Dazu habe ich dann von einer Zitrone den Zitronensaft zum Ablöschen und etwa ein Achtel, genau ein Achtel Liter Wasser. Das Ganze lasse ich schmelzen. Ich werde später dann 1,5 Teelöffel Zimt hinzugeben zur Marmelade und eben den Gelierzucker mit 2 zu 1 für die Äpfel, eben für das Kilo. Die Äpfel habe ich mir bereits durch ein Sieb geleert, dass das Wasser eben weg ist. Zucker karamellisiert eh gerade schon ein bisschen. Bei Induktion geht es zum Glück sehr schnell. Darum immer dabei stehen bleiben und gut aufpassen. Nicht, dass euch der Zucker verbrennt. So, jetzt dürfte es bald soweit sein. Und passt wieder gut auf mit dem Karamell, denn Karamell ist sehr, sehr heiß. So, lass es ein bisschen bräunen. Genau, jetzt den Zitronensaft. Das Wasser.
Das lasse ich jetzt ein bisschen verkochen. Das ist jetzt, das ist, ich habe abgelöscht, dass sich eben das gut löst, das Karamell, dass ich eben mit dem Karton die Äpfel drauf gebe und dann klebt mir das alles fest. Jetzt lasse ich das Ganze ein bisschen einkochen und dann gebe ich die Äpfel hinzu und danach erst den Schmierzucker, dass der dann gleich mitkocht. Das Ganze lasse ich dann, sagen wir mal, eine Viertelstunde, 20 Minuten köcheln. Dass eben die Äpfel weich sind, dann kann man sie eben pürieren. Ein bisschen mehr Gas. So, wenn ich wegkocht. Ihr könnt natürlich statt Zitrone auch Orange nehmen, also Orangensaft. Der passt auch sehr gut dazu. Generell, wenn man etwas sehr Süßes hat wie Karamell, ist das vom Geschmack her sehr angenehm, wenn man ein bisschen eine Säure hinzugibt, jetzt eben hier den Zitronensaft. Das waren eben 50 Gramm Zucker, die ich karamellisiert habe. Genau, und jetzt gebe ich dann die Äpfel hinzu. Können sich jetzt mit dem Karamellsud ein bisschen vollsaugen und jetzt könnt ihr dann, hoppla, jetzt könnt ihr gleich im Anschluss eben den Zimt hinzugeben. Ich mache dem eben 1,5 Teelöffel, das wird recht gut passen auf die Menge. Ihr müsst natürlich jetzt kein Karamell machen, könnt natürlich das Karamell weglassen komplett und nur Zimt machen oder ihr macht eine reine Apfelmarmelade. Aber ich finde, das passt eben jetzt gerade sehr gut zur Weihnachtszeit. Alles mit Zimt und Karamell und ist halt auch sehr gut für Kekse, drum finde ich das so im Ganzen vom Geschmack her sehr gut. Dann lassen wir es kurz aufkochen, dann geben wir den Gelierzucker hinzu. Jetzt fängt es schon zu kochen an. Jetzt kann man eben vom Schneebesen auf den Kochlöffel umsteigen, zum Geschickten. Kann man besser durchrühren. Und jetzt geben wir den handelsüblichen 2:1 Gelierzucker hinzu. Ihr könnt auch einen 1:1 Gelierzucker nehmen, ist natürlich auch kein Problem. Es gibt natürlich auch 3:1. Ich verwende meistens bei so Marmeladen 2:1 oder 1:1. Je nachdem, wie süß das man es haben will. So, jetzt könnt ihr die Marmelade eben weich kochen. Nach dem Weichkochen ganz normal pürieren und nach dem Pürieren die Würfel hinzugeben und dann ist die Marmelade eigentlich nach dem Abfüllen schon fertig. Das zeige ich euch dann natürlich, wenn es soweit ist. So, die Marmelade hat jetzt gut eine Viertelstunde gekocht. Jetzt püriere ich sie und danach gebe ich die Äpfelwürfel hinzu. Die koche ich ungefähr, sag ich mal, ich lasse aufkochen und dann sind sie fertig.
So, das müsste reichen. Genau, so, das tue ich gleich zur Spüle. Und dann, hoppla, geben wir die Apfelwürfel eben hinzu. Rühren das Ganze nochmal durch, dass die eben schön verteilt sind. Riechen tut sie schon sehr, sehr lecker. Ich freue mich schon, die zu essen und beziehungsweise herzuschenken zu Weihnachten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich es nur aufkochen lasse mit den Apfelwürfeln, die Marmelade ist ja so oder so heiß. Und wenn ich sie dann in die Gläser fülle, zieht es sowieso nach. Also die werden dann eh weicher, die Äpfel, die Apfelwürfel. Aber die sollen natürlich nicht so, also zerkochen. Also wirklich nur, ich lasse es so wie jetzt kurz aufkochen. Das sollte dann eigentlich schon reichen. So, wie gesagt, ich habe mir dann Gläser vorbereitet und fülle die jetzt kurz ab. Und dann zeige ich euch wieder, wenn es in den Gläsern drin sind. Hier mal auf dem Löffel die fertige Marmelade und hier in den Gläsern. Ich habe jetzt da 4 Gläser rausgebracht, habe probiert, dass ich überall ungefähr gleich viel Apfelschicke reinbekomme und dann nur noch kalt werden lassen.